Am Beginn singen wir Lobe den Herrn, Nummer 392 im Neuen Gotteslob, 392 im Neuen Gotteslob, im Alten Gotteslob 258. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Chören. Komme zu Hof, Psalter und Harfe macht auf. Lasse den Lobgesang hören. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Adel als Mittichen sicher geführt, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Hast du nicht dieses verspürt? Lobe den Herrn, der künstlich und feinlich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat mich der gnädige Gott über dir Flügel gebracht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns versammelt hier um den Tisch des Herrn, hier in Lembach, und dürfen gemeinsam Messe feiern. Wir sind versammelt, um Christus zu loben und ihn zu preisen. Am Beginn dieser Messe wollen wir ihn, Christus, in unserer Mitte begrüßen. Herr Jesus Christus, du bist das ewige Wort des Vaters. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, in der Taufe berufst du uns zu Propheten deines Wortes. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du selber schenkst dich uns in der heiligen Eucharistie. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil, denn du hast uns durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. Stärke uns, dass wir aus deiner Kraft leben, und lass uns unter deinem beständigen Schutz geborgen sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, hörte noch einmal die Stimme aus dem Himmel. Sie sprach zu mir:
Geh, nimm das Buch, das der Engel, der auf dem Meer und auf dem Land steht, aufgeschlagen in der Hand hält. Und ich ging zu dem Engel und bat ihn, mir das kleine Buch zu geben. Er sagte zu mir, nimm und iss es, in deinem Magen wird es bitter sein, in deinem Mund aber süß wie Honig. Da nahm ich das kleine Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund war es süß wie Honig. Als ich es aber gegessen hatte, wurde mein Magen bitter. Und mir wurde gesagt, du musst noch einmal weissagen über viele Völker und Nationen und mit ihren Sprachen und Königen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Herr, wie köstlich ist deine Verheißung. Herr, wie köstlich ist deine Verheißung. Nach deinen Vorschriften zu leben, freut mich mehr als großer Besitz. Deine Vorschriften machen mich froh, sie sind meine Berater. Herr, wie köstlich ist deine Verheißung. Die Weisung deines Mundes ist mir lieb, mehr als große Mengen von Gold und Silber. Wie köstlich ist für meinen Gaumen deine Verheißung, süßer als Honig für meinen Mund. Herr, wie köstlich ist deine Verheißung. Deine Vorschriften sind auf ewig mein Erbteil, denn sie sind die Freude meines Herzens. Weit öffne ich meinen Mund und lechze nach deinen Geboten, denn nach ihnen habe ich Verlangen. Herr, wie köstlich ist deine Verheißung. Halleluja! Begann, die Händler hinauszutreiben. Er sagte zu ihnen, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lehrte täglich im Tempel, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten und die übrigen Führer des Volkes aber suchten ihn umzubringen. Sie wussten jedoch nicht, wie sie es machen sollten, denn das ganze Volk hing an ihm und hörte ihn gern. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Süßigkeit in sich enthält. So sprechen wir bei der Anbetung vor dem Allerheiligsten. Und wir dürfen den heutigen Text der Offenbarung in Zusammenhang bringen mit der Eucharistie. In der Offenbarung, in der heutigen Perikope, der Stelle von heute, spricht Johannes vom Wort, das süß ist im Mund und bitter im Magen. Das ist eine alte Erfahrung der Propheten, auch des Alten Testaments, dass die, die beauftragt sind, das Wort Gottes zu verkünden, es selber vorher aufnehmen müssen in sich. Und das wird symbolisch und ganz, ganz dicht dargestellt in diesem Bild des Essens, des Aufnehmens des Wortes Gottes, das man dann wieder verkündet. Nun sind nicht nur die Propheten des Alten Testamentes waren sie berufen, das Wort Gottes zu verkünden, sondern auch wir heute sind berufen, das Wort zu verkünden. Wir alle sind in der Taufe gesalbt zu Königen, Priestern und Propheten.
Wir sind berufen in der Taufe, das Wort Gottes zu verkünden. Und zwar dieses Wort, das Bitternis enthält, aber das auch alle Süßigkeit in sich enthält. Die frohe Botschaft des Evangeliums. Und wir verkünden nicht nur Wörter, das Christentum ist keine Buchreligion, sondern die Heilige Schrift bezeugt das ewige Wort des Vaters, die lebendige Wahrheit Jesus Christus. Und diese Wahrheit sind wir berufen zu verkünden, den anderen zu verkünden. Und diese Wahrheit Jesus Christus birgt tatsächlich alles in sich. Birgt die ganze Bitternis der Passion, des Leidens, des Kreuzes, aber auch die Süßigkeit der Auferstehung. Er ist die Wahrheit und er gibt sich uns selber, dieses ewige Wort, gibt sich uns selber in der Eucharistie. In der Eucharistie dürfen wir Christus selber, das Wort des Vaters, in uns aufnehmen, damit wir ganz erfüllt sind von diesem Wort und wirkliche Propheten der frohen Botschaft werden können. Bitten wir heute darum, dass wir Propheten der frohen Botschaft, der Freude, der Süßigkeit Jesu Christi sein dürfen. Amen. Bringen wir unsere Bitten vor Gott. Für alle, die in der Kirche Verantwortung tragen, dass sie wirken nicht bitter, sondern süß werde. Herr, unser Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Familien, dass sie zu Orten deiner Liebe werden. Herr, unser Gott. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Flüchtlinge und alle, die heimatlos sind, um Orte, wo sie Geborgenheit und Schutz finden. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die keine Hoffnung mehr haben und die nicht wissen, wie es weitergehen soll, um Menschen, die sie begleiten. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, in unserem persönlichen Anliegen. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Toten, besonders für die, an die keiner mehr denkt. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, dir ist nichts verborgen. Wir bitten dich, erhöre unsere Bitten, die wir ausgesprochen haben und die wir in unserem Herzen tragen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott.
Lasset uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altars ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Franziskus, mit unserem Bischof Christoph und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit. Behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier und über das Internet versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche gedenken wir deiner Heiligen. Wir ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Kosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden. Rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten.
Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel, trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auf deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorausgegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens, und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen. Wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch und mit deinem Geist. Geben wir einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Der Friede sei mit dir. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist, der Leib Christi. Zum Dank singen wir die Nummer 405 im neuen Gotteslob, 405 im alten Gotteslob 266. Nun danket alle Gott. Und so.
Sein Geist, der von dir ausgeht, führe uns den rechten Weg. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Am Ende dieser Messe darf ich noch den Segen Gottes erbitten. Für alle, für die wenigen, die hier versammelt sind und auch stellvertretend gebetet haben in dieser Feier, für alle, die mit uns auch verbunden sind. Und den Segen auch erbitten für alle, die jetzt zuschauen, über YouTube und alle, die uns anvertraut sind, alle Menschen, die uns wichtig sind, für die wir beten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne, behüte und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Am Ende singen wir noch Maria, dich lieben, im neuen Gotteslob Nummer 521, 521, im alten Gotteslob 594. Maria,